sechs Wochen vor Olympia war dann die WM spontanerweise. Und da ist dann leider was Doofes passiert. 2-1. Wie zählst du denn? Videobeweis, ich führe. Hey, Nikas Matsospin! Oh Gott! Yes! Oh! Meistens haben wir unsere Trainingslager in Chiembaum oder Duisburg. Weil das schon durch andere Sportler belegt war, sind wir jetzt hier in München. Sabine Winter, Tischtennis. Wir sind heute hier, weil wir wollen zeigen, was für ein wunderschöner, einmaliger Ort der München ein Olympic-Stadion ist. Boah, schaut das nicht toll aus? Der ich kann gerade den Blick noch nicht so genießen. Ich hier versuchen muss, die Platte durchzuschlängeln. Aber hoffentlich aber ist. Jetzt klappt das gut. Hoffentlich ist das Dach noch ganz. Es ist ja 50 Jahre alt. Angefangen hat es damit, dass ich einmal auf der Slackline Tischtennis gespielt habe und ja, das Video dann auf Facebook online gestellt habe und irgendwie einen guten Zuspruch hatte. Viele haben es angeklickt, viele haben es angeschaut und waren recht begeistert. Dann habe ich nach und nach einfach angefangen, an verschiedenen Orten Tischtennis zu spielen. Und die Leute mögen es. Und mir macht es eigentlich auch immer Spaß, dieses Video zu drehen und dann kurz zu schneiden. Und ich denke, wir waren wirklich die Ersten, die denn manche von diesen Tischtennis-Locations je ausprobiert haben. Aber eins ist sicher, Sabine, keiner hat bisher Tischtennis auf der Olympiadach gespielt. Oh ja. Wir sind die Ersten. Und ich will eine Medaille dafür haben. Mein Vater ist eher der kreative Kopf. Ab und zu habe auch ich eine Idee. Aber ich muss gestehen, dass er mehr Ideen hat als ich. Und er da auch gut dabei ist im Umsetzen und Zusammenschrauben. Hat da damals dann eine kleinere Platte konstruiert, die man leichter einfach an die verschiedenen Orte bringen kann. Heißt, das machen wir eigentlich im Teamwork. Ja, und so kommt es dann immer dazu. Hey, hast du genug Bälle? Natürlich. Falls du welche verlieren. Ja, ich mache keine Fehler. Okay. Du? Well, ich meine, ich bin normalerweise sehr bescheiden, aber ich muss sagen, ich normalerweise habe das allererste Idee. Nicht immer, aber bei den Besten schon. Ja, ist ja unglaublich, wenn man denkt, dass das Stadion 50 Jahre alt ist. Und ich weiß noch, als ich es angeschaut habe, Olympia 1972, mit meinem Vater vor dem Fernseher, der Marc Spitz hat eine Menge Goldmedaillen gewonnen und der Uwe Kurbert. Und jetzt bin ich hier, auf dem Dach. Da ist eben der Weg, der eigentlich etwas zu schmal für die Platte ist. Aber es gibt Pfosten, die sind ungefähr 1,20 Meter hoch. Da haben wir dann einfach die Tischtennisplatte draufgestellt, haben es noch mit ein paar Schrauben mehr oder weniger fixiert, sodass sie wirklich fest war und nicht runterfallen konnte. Ja, das passt. Super gemacht, Sabine. Ich will mit meiner Anweisung fester kommen wir ganz schön weit heute. Ich denke, du brauchst. So, geht doch. Alles im Griff. Hilfe. Nee. Ich schiebe, du drehst. Und dann haben wir einfach losgelegt. Aber natürlich mit einer etwas erhöhten Tischtennisplatte, als man es sonst gewohnt ist. Oh, shit! What a start! Topspin! Was hast du von mir gelernt? Ja, oh. Ja, ich fange den auf, keine Sorge. Gut. Okay, I'm getting the rhythm now. I got it! Du machst schnell Fortschritte. Ja, okay, Matchball. Aber eigentlich habe ich gewonnen. Nee, hast du nicht. Aber wir können eigentlich machen. Liege ich vorne, Sabine. Wir haben hier Videobeweis, aber ich gebe dir Golden Point, alles entscheidender Ball, wer der Bessere ist. Und um was geht es denn?
Ja, wer der Bessere ist. Was immer du willst. Einfach in die Erde. Wir können auch um was anderes spielen, was du willst. Ja, Mittagessen. Okay, spielen wir um Mittagessen. Kannst du kochen? Besser als du. Okay, dann diesen Punkt. Alles klar. Let's go. Die Bessere hat gewonnen. Thank you very much. Ja, ich glaube, Corona gewonnen hat den Schlägercheck. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja gut, ich habe mich gewohnt, immer die Sabine gewinnen zu lassen, damit der Tag gerettet ist. Und zweite Siege ist auch was eigentlich, oder? Die beste Spielerin auf dem Olympiadach, die die Welt je gesehen hat. Leider muss der Verlierer die Tischtennisbälle sammeln. Lara Lessmann, BMX Freestyle. Ich habe jeden Tag für Japan trainiert, ziemlich hart. War jeden Tag im Olympiastützpunkt und habe da mein Ergometertraining gemacht, Krafttraining, Physiotherapie, also das volle Programm so als Leistungssportler. Dann halt natürlich auch mein Hauptsportler BMX jeden Tag durchgeführt. Lief ziemlich gut, ich war topfit und dann ging es 6 Wochen vor Olympia dann zur WM. Ich habe einen Trick probiert bei der Weltmeisterschaft, den ich noch vorher nie auf Holz gemacht habe. Ich habe den zwar mal ganz oft geübt, aber noch nie wirklich auf der realen Rampe ausgeübt. Das ist eine 360-Grad-Drehung über eine Spine, also über eine Rampe, die so geht, die auch ziemlich hoch war. Ja, ich habe mich halt ausgehebelt selbst und bin dann auf die Schulter gefallen und lag dann da halt bewusstlos kurz. Zuerst fiel erstmal der ganze Druck, den ich hatte für Olympia, weg. Das war ziemlich gut, da konnte ich mich dann auf den Schlüsselbeinbruch fokussieren. Ich war auch hochmotiviert, ich wurde sofort nach Hause geflogen in die Charité Berlin und wurde da direkt operiert. Die Operation lief super ab, ich hatte keine Schmerzen nach der OP mehr. Klar, die Narbe war riesig oder ist riesig. Ich hatte oder habe immer noch Muskelschmerzen in der Schulter. Aber die ganze Reha und Physio lief super die letzten Wochen und ich wusste, dass ich es schaffen kann. Und ich glaube, wenn man sich im Kopf ein Ziel setzt, dann schafft man das auch. Als BMXerin oder als BMX-Fahrer allgemein ist es ziemlich schwer zu akzeptieren, dass man langsam machen muss, weil BMX-Fahren so viel Spaß macht. Man hat so viel Adrenalin und jeder kleine Schritt motiviert dann immer weiterzumachen. Deswegen war es natürlich schwierig für mich, weil ich keine Schmerzen hatte, aber schon nach 2, 3 Wochen auf dem Fahrrad wieder saß und wusste, ich darf jetzt auf gar keinen Fall übertreiben. Die Ärzte haben gesagt, ich darf nicht über 90 Grad heben, ich darf nicht über 10 Kilo heben. Und das war ja auf jeden Fall nicht der Fall bei mir. Also das war komplett daneben, was ich gemacht habe. Aber ich wusste, ich hatte ein Ziel und musste jetzt da durch die Hölle gehen. Im Kopf war ich auf jeden Fall bei über 100%. Ich war bereit, alles zu geben. Ich war bereit, jetzt in Tokio an den Start zu gehen, ohne Angst. Ich hatte eine Woche vor Olympia noch einen Röntgentermin. Da wurde mir gesagt, dass das Schlüsselbein immer noch nicht zusammengewachsen war. Das war natürlich für mich wieder ein Schockmoment. Aber es war natürlich auch verständlich, weil ich halt auch für Olympia jeden Tag trainiert habe mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Bei Olympia habe ich es dann geschafft, 6. Platz zu werden. Ich kann, glaube ich, zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe und bin auch ziemlich stolz, dass ich es geschafft habe, trotz meiner Verletzung. Felicia Labera, Paracano.
heute haben wir uns erst um 8.30 Uhr in der Bootshalle getroffen, haben uns dort erwärmt und haben dann um kurz vor 9 unsere Boote geschnappt und sind uns dann eingefahren. Seid ihr soweit? 3, 2, 1, auf geht's! Dann haben wir im 5-Minuten-Takt zeitversetzt jeder unseren Stufentest begonnen. Ah, schön kraftvoll, Feli! Wunderbar so! Das ist unser erster Trainingslagertag und traditionell führen wir da eine Leistungsüberprüfung durch, wie die Sportler sich seit der letzten Maßnahme entwickelt haben, was zu Hause passiert ist. Wir haben heute Morgen einen Laktat-Stufentest gefahren, wo die Sportler sich immer mehr gesteigert haben, bis sie dann halt ihre maximale Leistung präsentiert haben. Feli 100! Wunderbar! So durch! Wir fahren 3 Belastungen über 200 Meter. Die Erstbelastung in der GA1, die zweite in der GA2 und die dritte halt voll. Hört! Unser Fachchinesisch in der Sportwissenschaft. Also das GA steht für Grundlagenausdauer, was letztendlich eine ruhige Dauerbelastung beschreibt. Warte. So, die Haare sind jetzt auch weg. Ist gut. Und gleich haben wir. Da wird Laktat abgenommen nach jeder Stufe, um zu gucken, wie man sich weiterentwickelt hat oder ob man sich verschlechtert hat vielleicht. Stunden erhalte ich dann halt die detaillierte Auswertung. Wir haben eine Videomessung mit dazu gemacht, das heißt, wir waren ja im Motorboot und haben das Ganze auch noch parallel gefilmt zu den Kraftsensoren und Geschwindigkeitssensoren, die ansonsten noch am Sportler bzw. am Paddel und Boot vorhanden waren. Zu messen über unsere Geschwindigkeit, wie wir das Boot beschleunigen. Am Paddel ist es dran, um halt den Druck zu messen, den wir am Blatt umsetzen und welche Frequenz wir fahren. Und, ja. Das Schöne hier ist, wir machen jetzt hier eine Woche, wo du glauben wirst, fast bei jeder Trainingseinheit, weil das Wasser kalt und hart ist, also sehr kalkhaltig, stehen zu bleiben. Und dann kommst du in Shagget auf weiches Wasser an, was warm ist, und dann glaubst du zu fliegen. Was ich gesehen habe bei Feli war wirklich sehr, sehr gut. Sie macht seit anderthalb Jahren, seitdem sie bei uns in die Mannschaft gekommen ist, einen hervorragenden Job, dass sie sich entwickelt, dass sie mit viel Freude dabei ist. Und das ist eigentlich der Weg zum Erfolg, muss man wirklich sagen. Wenn man das nicht nur macht, weil man es machen muss, sondern weil es einem auch wirklich Spaß macht. Und ja, dann hat sich Feli noch in ein Kompetenzteam begeben mit einem starken Verein, starken Trainer zu Hause, der sehr viel Fachwissen hat und Erfahrung, dann das, was wir von der Nationalmannschaft bringen. Also sie ist auf einem guten Weg. Also ich freue mich einfach auf das, was folgt.